Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Zellner live. Ja, willkommen zurück heute zu einem Spezial zum Akademikerball und aus diesem Anlass bei uns zu Gast einerseits die Nationalratsabgeordnete Martha Bismann. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Fellner, danke für die Einladung. Und der Veranstalter und Ballobmann des Akademikerballs, Udo Guggenbichler. Grüß Gott. Hallo. Herr Guggenbichler wird gleich mit Ihnen starten. Es ist so, dass dieser Akademikerball, muss man sagen, seit Jahren eine wirklich Protestwelle auslöst. Da wird unter anderem Ihnen als Veranstalter, aber auch den Ball vorgeworfen, dass das ein Ball ist, wo die ganzen Rechtsextremen sich tummeln. Ist das so? Naja, ich habe das ja miterlebt. Ich mache seit 20 Jahren den Ball und seit 10 Jahren haben wir eine Demonstration. Es hat ja keinen vorher interessiert und die Gäste haben sich bei uns nicht verändert. Und wenn ich so mit der Polizei rede und auch anderen rede, die sagen mir, eigentlich der Grund ist das, dass die Leute nicht mehr am Opernball demonstrieren wollen. Und es ist natürlich schön, wenn die Grünen kein Geld haben, gibt es natürlich auch keine Gewalt auf der Straße. Das sieht man jetzt und die Grünen gehen selbst zum Opernball und deswegen wurden wir willkürlich ausgesucht. Aber Sie schließen aus, dass bei Ihnen Rechtsextreme am Ball sind? Es sind bei mir Gäste am Ball und niemand kann ausschließen, dass Politiker bzw. Leute irgendwelche Gesinnungen auf Veranstaltungen sehen, wenn man Offenkarten im Internet kaufen kann. Mhm. Frau Bismann, Sie sehen den Ball nämlich an nicht ganz so positiv wie der Herr Guggenbichler. Warum sind Sie denn so kritisch? Der Guggenbichler sagt, das ist ein ganz normaler Ball, wo sich die Menschen vergnügen wollen. Ja, also ich wollte möglichst unvoreingenommen in die Diskussion gehen und habe mir deswegen angeschaut, wie kommt die Kritik zustande. Also ich würde die Willkür hinterfragen der Protestanten, der Demonstranten. Und erst hat mich mal interessiert, was macht der Veranstalter dieses Balles, wo kommt er her, wo gehört er dazu. Und dann habe ich herausgefunden, sie sind Mitglied der schlagenden Burschenschaft Albia, ist das korrekt? Und auf der Website ist mir gleich ins Auge gesprungen, also Sie sprechen Ihre Mitglieder an oder zukünftige Mitglieder, werben um Mitglieder, willkommen auf unserer Netzseite. Sie haben genug von Political Correctness, linkem Gutmenschentum und Genderwahn. Und da frage ich mich, was haben Sie gegen Political Correctness? Stehen Sie ein für eine Politik, die inkorrekt ist, also unecht, unwahr, fehlerhaft, regelwidrig? Und ist das dann regierungstauglich? Sie sind ja FPÖ-Funktionär. Und da, also, das ist das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist bei Ihrer Website, wo es Grund geben könnte für Kritik. Also wie sehen Sie das? Warum sind Sie dagegen politisch korrekt zu sein? Frau Bismann, und gegen Genderwahn und gegen Gutmenschentum. Erstens bin ich da, um heute über den Ball zu reden und nicht über die Regierungsbeteiligung, aber ich verstehe schon, dass Sie das machen. Ja, aber Sie vertreten eine Regierungspartei Ich vertrete heute den Ball hier. Wenn Sie auch die Homepage einer Burschenschaft anschauen und jeder Verein hat die Möglichkeit, auf seine eigene Art und Weise Mitglieder zu werben. Wenn Sie einen Verein gründen würden, würden Sie es vielleicht anders machen und andere Leute ansprechen wollen und das hat halt meine Burschenschaft in der Art und Weise getan. Mhm. Ja, aber ich würde nicht politische Korrektheit in Frage stellen. Naja, politische Korrektheit hat ja viel zu tun, auch mit Sprachpolizei, was man noch sagen darf und was nicht. Ich glaube, alles, was im gesetzlichen Rahmen ist, ist erlaubt und wir brauchen keine zusätzliche Sprachpolizei. Aber Herr Guggenbichler, wenn ich das Ihre Aussagen in den letzten Wochen richtig gelesen habe und gesehen und gehört habe, dann werfen Sie ja der Linken in dem Fall vor, hier bewusst auch Stimmung gegen den Ball zu machen und gegen diesen Ball auch zu hetzen und auch zu Gewalt aufzurufen gegen diesen Ball. Wir hatten das ja in der Vergangenheit. Und wenn man weiß, in den letzten 10 Jahren hatten wir über 400 verletzte Polizisten. Wir hatten über 1000 Anzeigen von Demonstranten, die angezeigt worden sind, weil sie sich nicht an die Gesetze gehalten haben. Wir haben eine Verurteilung wegen Landfriedensbruch. Und wir hatten im Jahr 2012 am Holocaust-Gedenktag, wurde abseits der Demonstration ein Linksextremist am Minoritenplatz mit einer 1,2-Kilo-Bombe festgenommen. Und da muss ich sagen, das ist nicht okay. Mhm. Und haben Sie eigentlich Angst vor Ausschreitungen heuer wieder? Naja, man sieht das ja in den Vorgängen, wie das funktioniert. Normalerweise war es in den letzten Jahren so ganz besonders schlimm, im Jahr, wo sie im Stephansplatz ja demoliert haben, auch das Schwarze Kamel die Scheiben eingehaut haben. Da wurde sehr viel im Vorfeld im Ausland mobilisiert. Das ist uns heuer noch nicht aufgefallen. Es ist ja auch so, dass ich jahrelang Polizeischutz hatte um den Ball. Das ist eigentlich eine skurrile Situation, wenn wir auch über Frauen und Familie reden. Es stehen 6 Polizisten vor deiner Haustür, das muss man dann auch erklären.
Und das habe ich nicht als Abgeordneter, sondern als Ballorganisator. Das finde ich eher schräg und skurril. Mhm. Sie haben nämlich mit irgendwelchen Zeichen meine Privatwohnung markiert. Ich würde gerne beim Stichwort Gewalt bleiben jetzt. Also es ist, ich bin ganz entschieden gegen Gewalt jeder Art. Ebenso. Also ich verurteile diese linksextreme Gewalt genauso wie die rechtsextreme Gewalt. Und ich bin dagegen, dass man bei einer Demonstration gewalttätig wird. Mhm. Sowohl verbal als auch also mit der Hand oder mit Waffen. Aber bei der Gewalt glaube ich, dass Sie bei Ihrer eigenen Haustür auch kehren sollten. Ich frage mich nämlich, wie das zu verstehen ist, dass, jetzt bin ich wieder bei Ihrer Burschenschaft auf der Website, ich einen Text finden darf, einen Liedertext, der heißt, so höre denn, ans Sterben mahnt dich der schwarze Rand. Das ist der schwarze Teil Ihrer Schärpe. Du sollst den Tod nicht scheuen fürs deutsche Vaterland. Also zweimal kommt Tod vor, Tod und Sterben. Mhm. Und auf mich ist das eindeutig gewalttätige Kriegsrhetorik. Und das ist eine Burschenschaft, deren Mitglied Sie sind. Und auf diesem Ball befinden sich ja viele Burschenschaften, unterschiedliche. Ich glaube, wahrscheinlich alle, die es in Österreich gibt. Und eben auch also viele Schlagende auch. Und die verinnerlicht, die repräsentieren eine gewisse Gewaltbereitschaft. Also sie erwarten von ihren Mitgliedern, dass sie sich selbst verstümmeln. Es ist ja auch der Ball. Und wo ist die Henne, wo das Ei? Der Ball der Burschenschafter. Sind die Burschenschaften, die sich auf diesem Ball eben treffen, ein Hort des Rechtsextremismus? Das frage ich jetzt an Sie. Sehen Sie Ihre Burschenschafter rechtsextrem? Nein, natürlich nicht. Ihre Burschenschaftler, nicht. Ihre Verbindungen? Aber wie sehen Sie es, Frau Bismann? Sind das Ihrer Meinung nach Rechtsextreme, die dort auf diesem Ball sind? Ich finde, solange solche Liedtexte auf Webseiten zu finden sind, von Burschenschaften, ja. Und es ist doch nicht schwer, sich von diesen Relikten und aus der Vergangenheit zu befreien. Ich frage Sie jetzt, stehen Sie dahinter? Stehen Sie zu solcher gewalttätiger Kriegsrhetorik? Wollen Sie Gewalt verbreiten oder wollen Sie Demokratie, Zusammenhalt verbreiten? Ich finde ja gut, wenn Männer unter sich sind und in Vereinen sind, in Verbänden. Aber ich frage Sie, solange, und ich mahne Sie an, solange Sie solche Texte auf Ihren Webseiten haben, werden Sie als rechtsextrem eingestuft. Frau Bismarck, nicht nur von mir, von vielen in diesem Land. Man kann Burschenschaften sehr differenziert betrachten. Und die Burschenschaften sind auch die, die im Jahr 1848 die ersten demokratischen Schritte in Europa in unseren Breiten gesetzt haben. Die Revolution von 1848, da ist es um Medienfreiheit, um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit gegangen. Das, was die Demonstranten jetzt vor der Tür machen, haben Burschenschafter miterkämpft. Und deswegen sagen wir immer, wir stehen hinter dem Demonstrationsrecht, wir haben überhaupt kein Problem damit, nur wollen wir keine Gewalt. Und wenn Sie jetzt das Lied ansprechen, das Lied ist, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, aus dem späten, Selbstverständnis beschreibt aus der, aus das dem auf späten, der aus dem späten 19. Jahrhundert. Und ich kann da immer gern Joschka Fischer zitieren. Er hat nämlich einmal ein ganz interessantes Zitat gesagt. Der hat nämlich gesagt, er hat da Probleme gehabt oder ist er angesprochen worden, weil er gewisse RAF-Vergangenheit hatte und da jemanden beherbergt hat eine Zeit lang. Und der hat gesagt, man kann nicht mit der Wertehaltung von heute Situationen, die vor 30, 40 oder 100 Jahren waren, beurteilen. Und das ist ein Lied vom 19. Jahrhundert und so ist es auch zu sehen. Aber warum ist dieser Ball so umstritten? Das kommt ja nicht, sage ich mal, aus dem Nichts. Das wird einen Hintergrund haben. Wie sehen Sie das? Ja, wie gesagt, es wurde mir damals gesagt, dass eigentlich die österreichische Linke keine Möglichkeit gehabt hat, sich in irgendeiner Art und Weise zu profilieren. Und ich glaube, wir sind willkürlich ausgesucht, weil man einfach mit Burschenschaften gut polarisieren kann, viele Gruppen zusammenfassen kann und auch die Demonstration größer machen kann. Glauben Sie nicht, dass Sie irgendwas ändern könnten dran, an Ihrer Ausrichtung der Burschenschaft und des Balles, dass die Demonstrationen einfach, die Demonstranten schauen keinen Sie Grund mehr haben zu demonstrieren? Ja, schauen Sie, sie tun den Ball von sich weg. Die erste Demonstration war, weil sie gesagt haben, der Ball ist in der Hofburg und das ist ein belasteter Ort. Mhm. Die zweite Demonstration war dann gegen damals, ich weiß es gar nicht mehr, was es genau war, aber einfach gegen Studentenverbindungen im Allgemeinen. Mittlerweile demonstrieren sie gegen die Regierung auch mit. Das hat sich jedes Jahr so das Motto ein Stück verändert. Aber immer auf der Ort der Hofburg als repräsentativer Raum für Rechtsstaat und Demokratie und Frieden. Wenn Sie das letzte W24-Interview des heurigen Veranstalters der Demonstration anschauen, da hat er ganz deutlich gesagt, es ist denen vollkommen egal, wo wir sind. Sie werden immer zu einer Demonstration aufrufen.
Und ich sage ganz offen, wir schaffen damit ein schönes kulturelles Ereignis und die Demonstranten bzw. dieser Organisator will was zerstören. Und zerstören ist halt immer leichter, wie etwas zu schaffen. Haben Sie sich schon mal zusammengesetzt mit den Demonstranten oder den Organisatoren der Demos? Nein, habe ich noch nicht, haben sich aber auch noch nicht bei mir gemeldet. Würden Sie sich zusammensetzen? Ich würde mich mit jedem zusammensetzen. Ich sage, die einzigen, mit denen ich nicht spreche, sind Leute, die sich nicht von Gewalt distanzieren. Jetzt gab es ja, der Gummibich hat das ja auch schon angesprochen, auch viele Diskussionen darum, dass dieser Ball in der Hofburg stattfindet. Finden Sie das richtig, dass der Akademikerball in der Hofburg abgehalten wird? Ich finde es nicht ganz richtig. Also es ist ein Ort, wo Parteien sehr wohl ihre Veranstaltungen... Nein, weil sich die Burschenschafter, die meisten, nicht zu Österreich bekennen als Staat. Und die Hofburg repräsentiert den demokratischen Staat Österreich. Das kann man nachlesen auf ganz vielen Seiten. Das sind ja eher die Linken, die sich nicht zur Nation und zum Staat bekennen. Deutsch-National, ja, was bedeutet deutsch-national? Die Grüne Jugend hat zum Beispiel einen Flyer gemacht, wo oben steht, wer Österreich liebt, muss scheiße sein. Das ist eher die Linken, die ein Problem haben mit... Was bedeutet deutsch-national für Sie? Das bedeutet... Was bedeutet das für Sie? Da kann ich Ihnen das ganz, ganz schlüssig erklären. Schauen Sie, hat Österreich als Staat, als Republik, hat nichts mit eine Bedeutung? Die Kooperationen sind ein Traditionsverein und die Tradition wurde gegründet 1815. Und das war eine Situation nach den Napoleonischen Kriegen, wo Deutschland in Stadtstaaten aufgegliedert wurde. Und damals war in der Gründungsphase die Situation, dass er gesagt hat, wir hätten gern alle deutschen Studenten geeint. Das hat nichts mit Situationen im 20. Jahrhundert zu tun. Und diese Tradition tragen wir einfach weiter. Wir sind schon am Ende der Sendezeit. Abschließende Frage noch. Würden Sie die Frau Biesmann auf den Ball einladen? Ja, sicher, kommen Sie vorbei. Frau Biesmann? Ich überlege es mir. Vielleicht mache ich es wirklich. Darf ich nur kurz was vorlesen? Ich habe vom Aktivisten der Linkswende einen Redebeitrag mitbekommen. Vielleicht können Sie mal selbst mit ihm auch sprechen. Aber er hat gemeint, er will es begründen, warum er gegen ihre Veranstaltung demonstriert. Ich will nicht tatenlos zusehen, wenn deutsch-nationale Burschenschafter, die in ihren Liederbüchern, habe ich schon zitiert, die Ermordung der 7. Million Jüdinnen und Juden besingen, in einem der repräsentativsten Gebäude der Republik, der Wiener Hofburg, das Tanzbein schwingen. Ich kann nicht ruhig singen, wenn 70 Jahre nach der Shoah, der Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden, eine Regierungspartei wieder davon redet, Menschen konzentriert an einem Ort zu halten. Das ist jetzt seine Meinung. Nur, dass Sie vielleicht Verständnis... Ich habe damit ja auch gerechnet, dass diese Frage kommt. Ja. Schauen Sie, was haben wir getan? Das ist letztes Jahr dieses Liederbuch mit den Strophen aufgetaucht. Die Studentenverbindung wurde sofort ausgeschlossen. Jetzt hat es ein Verfahren gegeben und sie wurden freigesprochen. Die Anklage wurde fallen gelassen. Warum wurde sie fallen gelassen? Weil diese Verbindung selbst darauf gekommen ist und gesagt, das wollen wir bei uns nicht haben. Und sie haben diese Passagen geschwärzt, und das vor über 10 Jahren. Das heißt, da war ja eine Sensibilität da. Sie haben gewusst, da haben wir was falsch gemacht, aber wir haben es auch also selbst korrigiert. Sie distanzieren sich jetzt deklariert von den Inhalten dieser Liederbücher? Na, ich distanziere mich dezidiert von dieser Strophe und von diesem Liederbuch. Aber distanzieren Sie sich auch von Sterbensaufrufen auf Ihrer Webseite? Sagen Sie dem Kollegen von der Linkswende liebe Grüße. Er ist kein Kollege, er ist ein Bürger, der mich gebeten hat, später ist die Rudolfinerredut und auch in den Liederbüchern des MKVs und des TVs war dieses Lied abgedruckt. Das heißt, ich sage, es ist eine Runde selektiv, was uns hier geschieht. Gut, wir sind jetzt, wie gesagt, schon am Ende. Danke für die Diskussion. Wir sind gleich wieder zurück und berichten weiter über den Akademikerball.